Hallo, Aufnahme starten, danke. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde RDA, Ritter der Abendrunde, Folge 4. Mit Blub, Conchi und Dingsbums. Hallo. Danke. Blub alias Wolf, der garantiert als... Was dein Name? Garantiert als Eichhörnchen und Conchi als Conchi. Boah, sie hat sich eingemeldet. Gleich, Buchstabe A, wunderbar, los geht's. Nee. ich muss jetzt gerade ein bisschen überlegen. Also Ink wäre schon so weit. Hässlich geworden, ey. Nö. Doch. Nee. Voll hässlich. Ups. Nein! Entschuldigung, ich dachte, vergessen, mein Fehler, Entschuldigung. Oha. Naja, gut, hast aber alles ausgefüllt, hat noch gezählt. Naja. Doch, hat noch gezählt. Ist hier jetzt nirgendwo etwas... Ja, da steht angenommen. Ja, passt schon. Kannst ja dann richtig vorlesen und wir müssen ja sowieso abstimmen. Wer möchte anfangen? Soll ich vorlesen? Ja. Gut. Todesursache. Aufprall. Abgase schniefen. Alles klar, Blub. Analsex mit Pferd. Uff. Okay, das ist aha, okay. Ich weiß ja nicht, was du so guckst. Mit angenommener Paketbombe oder so. Jo, ging was. Ja, kann man zählen lassen. Es war aber unfair, dass ich zu Sascha schnell. Sascha ist ja schuld. Ist ja meine Schuld. So. Keine Ahnung, wer da jetzt ein X geklickt hat, aber gut. Ort eine Leiche zu verstecken. Also wenn du jetzt vorbei ist. Ort eine Stopp. Leiche zu verstecken. Ich habe die Abstellkammer der Conchi genommen. Ah ja. Aber da wohnt sie doch selber drin, wie soll das? Ja, ist so. Das stinkt ja, dann ja noch mehr. Ja, aber da der Conchi hilft bestimmt Conchi keine Duftkerze mehr. Conchi, das ist Conchis Problem. Eigengeruch, der übertönt das und die Conchi hat dann endlich mal eine Puppe zum Einkleiden. Ich hab und wenn die Leichenstarre auftritt und du die richtig hingestellt hast, dann kannst du die auch so als Anziehhelfer benutzen. Nee. Der Blub nimmt den Autokofferraum, der Squill fährt nach Albanien und die Conchi hat extra in ihrem Keller ein Dimensionsloch gebracht, ja. Und das ist ein anderes, okay. Ich werf dir in den Rift. Einfach ein Kühlschrank. Gut, Conchi, lese mal den. Ich meine, ich habe den Vorteil, ne? Wenn ich die Leiche gleich im Autokofferraum lasse, kann ich sie auch gleich entsorgen fahren. Also. Na gut, Conchi, lese mal den Schulverweis vor. Gründe für Schulverweis: Anales Desaster verursachen, Aberglauf, Asbest in Keksen verteilen, Angelköder nicht mitgenommen. Deswegen bist du von der Schule verwiesen? Ja. Was angelst du denn? Was lernt ihr denn? Den Männer angeln oder was? So im Schulpool, so erstmal.
die ganzen Angelköder da lassen. Und dann so extra ganz viele, was? Im Schulpool die Angelköder da lassen. Jo, oder auf dem Klo. Okay. Oder auf dem Schulflur. Überall Angel. Tobias, du bist dran. Lies mal vor, an was wir beim Kacken denken. Uff. An alles, nur nicht ans Kacken. Oh Gott, was ist Artemis? Das ist nicht nur eine Gottheit. Artemis? Eigentlich ist das ein Gott und keine Gottheit, Göttin. Die Göttin Artemis? Ich weiß aber gerade nicht, von was er der Gott war. War das nicht von der Jagd? Kann sein. Weiter auf geht's. Den Kopf von anderen Pinkeln. Ah ja. Ja, wobei, so wie ich es geschrieben habe, ist das auch eine Heavy Thrash Metal Band. Also. Okay, lass mir mal zählen. Normalerweise wird da ohne Haar geschrieben, so wie es aussieht. Ja, das kann sein. Ja. Ist, gut, der Conchi deckt ja alles. Ist doch die Göttin der Jagd, wäre das. Ja, siehst du, ich bin schlau. Natürlich, Mann, deswegen denkst du auch an ausgespuckte Kaugummis. Ja, man muss ja seinen schlauen Kopf freihalten. okay, gut. Yes. Pluppi. Ort, wo Sex nicht so gut ist. Also im Altenheim. Du weißt ja nicht, was die Alten alles tun, ne? Ja, aber guck da mal, so eine schrumpelige alte Schippe, ey, womit du schon den Flurboden putzen kannst, ey, oder so ein Schrüffel, so ein oller Schrumpelpenis, den will man als Krankenschwester oder Altenpfleger oder was weiß ich, was gut, für Menschen dort arbeiten, jetzt nicht unbedingt haben, ey. Die Leute, die da wohnen, die interessiert das doch gar nicht. Hauptsache, die haben was. Am Angelsee. Na, man will ja nicht die ganzen Fische verscheuchen mit seinen komischen Gestöhne oder was auch immer. Auf dem Mond. Also eigentlich stelle ich mir das da ganz cool vor. Ja, das Vakuum des Weltraums, das macht erstmal das Ding. Wieso? Du hast doch deine Raumsonde. Ja, da passen auch zwei Leute rein. Ja, siehst du, also kannst du auch auf dem Mond machen. Auf der Autobahn, ja gut, da könnte man überfahren werden, aber warum sollte man das denn nicht machen? Weil man da irgendwelche Gaffer hat, die da mitmachen wollen. Ja, man seid Gangbang und wo ist das Problem? Ja, wer Stau ist, kann man ja mal. Kann man ja mal schauen. Ja, rat mal, warum ich ein Bett im LKW habe. Ei, blub. natürlich. Zu so einer Trucker-Maus mit Vollbart. Ey, du bist ja auch ein Promi-Fahrer. Ey, wollen wir mal? Und der Blub so, oh ja, schön. Und die, also lass mich mal kurz einsteigen in deinen dicken Promi. Originalstimme. eigener Pornoname. Das ist was für Conchi. Ich bin verkackt. Conchi, auf. Lies mal die Pornonamen vor. Analer Zerstörer, Analritter, außen bei den Wäldern, wo die kleinen Menschen Sex haben. Was ist das für ein Pornoname? Ein Pornoname ist, wie würdest du dich selbst in einem Porno nennen, Blub? Das bin ich ja nicht gewesen. Das war Opa. Ich. Ach so. Anaconda-Bumser. Das war eher so ein Pornotitel anstatt ein Pornoname. Ja. Alles klar, also die Conchi steht auf Schlangen. Yes. Auf große Anaconda-Schlangen, so 12 Meter Dinger, die so dick sind wie drei Arme. Ja, ich habe versucht, was anderes zu nehmen als anal, nicht so wie ihr beiden. Ja, immerhin, das stimmt. Da muss man sagen, Style-Punkte gehen an Conchi, auch wenn das mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Ja. Alles klar, gut. Bin ich mal wieder dran. Ich bumse wie eine Anaconda. Ach so, meinst du das? Ich dachte, du bummst nur mit Anacondas. Ich dachte, sie hätte eine in der Hose. Auch. Ja, das auch. Die schiebt sich immer unten rein bis zum Gegner. Was so alles in meiner Hose sein könnte. Bis sie dann oben wieder raus. Nee, komm, wir lassen's. Und dann lege ich Eier. Gut, Dinge, die man mit Kindern macht. Aufs Maul hauen, anleinen, Austern klauen. Du klaust Kindern die Austern? Boah, das ist ja böse. Und die Conchi lacht sie aus. Eiskalt. Da geht sie in den Kindergarten und wenn die zum ersten Mal ihre Schritte machen und hinfallen, dann steht die Conchi da und lacht. Genau so. Findest du noch. In der Tat. Auf jeden Fall. Gut, nächste Runde in 4, 3, 2, 1. Mit S. Ach du Scheiße.
So, ich bin fertig. La 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 la. Ay ay ay. Ich glaube, ich habe die Musik ein bisschen zu laut. Das ist immer ein bisschen schwierig. Müsste aber gehen. Duppaidi und Juppaido. Also wir können jetzt nicht immer auf alle warten, bis alle fertig sind, sonst ist das ja... Das also ja ich hab fertig. Das sind ja jetzt nicht die Regeln. Na schon wirklich blub. 10 Sekunden noch, macht hinne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wer will aufhören drücken? Ich bin nicht mal der Buhmann. So. Wie gesagt, wir können ja nicht immer warten, bis alle fertig sind, auch wenn es lustig ist. Eieiei. Ei, ei. Aber so ist nun mal das Spiel. So, Todesursache. Wer möchte anfangen? Todesursache, Schlankheitswahn. Auch bekannt als Hardcore-Bulimie. Ah, ja. Ja, es gibt ja Leute, die echt fast nichts mehr essen oder so und irgendwann verrecken sie halt einfach, wenn man sie lassen würde. Kommt jetzt böse. Ich sehe schon die Hassmails. Ich hab Kekse und hier. Oh. Ich habe mir jetzt letztens auch ganz viele Kekse gekauft, weil ich geträumt hätte, ich hätte eine Let's Show von Minecraft gemacht. Und habe dann den Justin im Video bedroht, wenn er das nicht kommentiert und ich das nur extra wegen ihn mache und er das nicht ankommt, dann komme ich bei ihm vorbei und esse mit ihm Butterkekse. Und wenn er ganz böse ist, dann bringe ich Vollkornbutterkekse mit. Okay. Das ist echt gemein. Ja, ne? So muss das. Ja, stell mal vor, der Rektor sagt das. Wenn du nicht brav bist, mein lieber kleiner Graf, dann komme ich zu dir nach Hause. Du musst mir eine Kohle ausgeben und ich bring Butterkekse mit. Ich bin brav. So, der blubbert. Saufen. Was? Strangulationieren. Was ist das denn? Wort? Nein. Es gibt Strangulieren oder es gibt Strangulation, aber Strangulationieren, das gibt's nicht. Das muss ich mit einem X markieren. Entschuldigung, aber das Wort gibt's nicht im Duden. Oh, weg damit! Das gibt's nicht im Duden. Bei aller Freundschaft und aller Liebe. Was bedeutet denn die Zeit? Was? 7 Berge ohne Pause besteigen. Das bringt einen um? Fällt mir da nicht einfach zusammen und schläft einfach und kann dann weiterlaufen. Aber gut, es kommt drauf an, wenn man Conchi dann als Partner hat, der einem dann mit einer wiederfahrenden Fleischpeitsche... Ja, wenn man unterwegs mit den 7 Zwergen ist. Ja, dann kann man schon mal sterben, dann wird man bald von einem wilden Conchi gefressen. Schneewittchen müsste eigentlich gestorben sein. Ja. Eigentlich. Eigentlich schon, ja. Kommt dann so eine braun behaarte große Conchi mit ihren 4 Tatzen an, brüllt sie an und frisst sie auf. Meistens dann, wenn sie nicht mehr kann. Yes. Damit sie dann im Winter ihren Winterschlaf halten kann. Alles klar, Tobias, les mal vor, wo man eine Leiche verstecken kann. In einem Schiffswrack. Yes! Dann, was heißt der Mensch nochmal? Sarkophag. Genau, Sarkophag. Ja. Südpol. Okay. Und auf der Sonne verbrennen alle einfach. Yes. Jo. Alles klar, kann man machen. Ja. Gut. Ich gehe mal kurz auf die Sonne. Alles klar. Aber verbrenne dich nicht. Und vergiss den Lichtschutzfaktor, die Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 5000 nicht. Keine Angst, im Winter ist sie kälter. Also, okay. Ah, ja. Gut. Ja. Alles klar, Conchi, du bist dran. Gründe für Schulverweis.
Schlange Kopf herausstecken und auf Tisch hauen. Ja, das Deutsch ist für den Arsch, das war zu schnell getippt. Yes. Die Schlange Sexualkunde auf... in Praxis umsetzen mit der Lehrkraft. Okay. Schlechte Flötensong. Also meine Sexualkunde-Lehrerin sah echt aus wie so eine hässliche Breifratze, ey. So eine richtig hässliche Alte, ey. Die wolltest du echt nicht in der Praxis sehen. Ja. Oh, okay, Conchi hat das leider nicht. Aber auch gut aussehende Lehrerin. Ja, die sind aber selten. Sag's ja. Also nee, sind sie gar nicht. Aber die sind meistens schwierig im Sexualkundeunterricht anzuhalten. Außer in Spanien vielleicht. Wie man aus Family Guy kennt. Egal. Blub, du denkst beim Kacken an was. Hau raus. Also der Sascha denkt schon mal an sentimentale Animes. Auf jeden Fall. Fallen mir jetzt gerade nicht sehr viele ein, aber hey. Ist nicht jeder Anime so? Irgendwo. Alle sind traurig. Ist, außer ist Dragon nicht Ball. Jeder Graf so ein bisschen... Salmonellen ist immer gut dran zu denken und wie man sie verhindert. Auf jeden Fall. Schrumpelige Pilze. Mm. Ich weiß nicht, was du mit denen vorhast oder ob du sie gegessen hast. Solltest du die vielleicht nicht tun? Ja, vielleicht denkt er ja nicht. Vielleicht muss er ja dran denken, weil er direkt in die schrumpeligen Pilze reinguckt und sagt, eigentlich müsste ich mal das Bad putzen. Ach so, ja. Das geht natürlich auch. Das wäre auch eine Möglichkeit. Saure Äpfel. Ja. Die Conchi ist beim Kacken Äpfel. Solange es keine Pferdeäpfel sind, ist alles gut. Ja, so saure Pferdeäpfel. Die sind dann vorher in so eine Tschernobyl-Pfütze reingefallen. Nee, komm, weiter. Wer ist dran? Ort, wo Sex nicht gut ist. In der Schulaula. Nicht gut. Supermarkt. Gut. Gut. Wie war das bei dem Film? Conchi hat gern Sex im Supermarkt. Cool. Wie war das bei Ted? Wissen Sie? Warum ich sie befördern? Alter, ich habe heute. Haben Sie gerade eine unserer Angestellten auf unserem frischen Obst gevögelt? Ja, ich habe gestern sogar es ihr mit einer Karotte besorgt und habe das Ding an eine Mutter mit zwei Kindern verkauft. Ich mache sie zum Filialleiter. Sie haben echt Probleme, oder? Okay, Supermarkt, alles klar. Tobias hat. Achso, du bist ja dran. Blub, Entschuldigung. Touren. Nee, ich war nicht dran, du hast vorgelesen. Achso, Saturn, ohne Anzug, damit keiner meckert. Mess? Ja. Meinst also du jetzt? Meinst du jetzt? Ach, hä? Geschrieben hat er, dass ich beschwert. Hä? Hä? Wer hat denn das jetzt weiter? Irgendjemand hat weitergedrückt. Das müssen doch alle weiterklicken, oder? Ich glaube, es muss ich noch einer. Ich habe eindeutig nicht weitergedrückt. Ich auch nicht. Ja, ich war doch nicht mehr so weit unten. Oder gibt es ein Zeitlimit, was das angeht? Das weiß ich gar nicht. Zett! Mir fällt nichts ein. Echt nicht? So, ich bin fertig. Ich dachte, dir fällt nichts ein. Ja, mir ist nichts eingefallen und kurz danach ist mir was eingefallen. Obwohl, vielleicht kann ich das noch umändern. Ich hab keine Ahnung. Stimmt, wir hatten beim letzten Mal auch 5 Runden. Das war sehr lang, ne?
Wir müssen es mit dem Vorlesen einfach ein bisschen mehr beeilen. Gut, ja. Ich bin dann soweit fertig. Ich würde sagen, ich gebe euch noch 10 Sekunden. Oh lol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut, genug. Ich habe immer noch Kekse. Okay. Eieieiei. Gut, Todesursache, zertrümmert werden, zu viel Graf Wallner schauen. Ja, das bringt euch natürlich voll um. Also, wenn ihr euch dann nicht an die empfohlene Tagesdosis von maximal einer halben Stunde bis einer Stunde am Tag eingeht, dann geht ihr echt down. Da kriegt man Zebras, natürlich auch sehr ungesund. Also, wenn du in so ein Zebra beißt oder so, dann fallen dir alle Zähne aus. Und du stirbst an zu viel Schwarz-Weiß-Filme, weil dann siehst du nur noch Schwarz-Weiß. Zug. Ich mein Züge. Also einen Einzug ja, aber Junge, was ist mit euch los? Alle am Stock im Arsch. Natürlich. Was? Du hast mich letztes Wort auch rausgeworfen. Das war ich gar nicht. Orte, eine Leiche zu verstecken. Züge. Kann man machen, da ist sie immer unterwegs und sieht viel von der Welt. Wow. Zauberland. Was ist denn ein Zauberland? Kennst du das nicht? Warum habt ihr beide Zauberland? Keine Ahnung. Zwei Dummköpfe haben sich gewunden. Kennst du etwa nicht das Zauberland mit den Zauberbohnen? Mein Gott, ey. Aha. Glaube nicht. Gründe für den Schulverweis. Conchi. Zentrales Herumbrüllen von Parolen. Zugangsblockade, Zerberstung der Schulfenster, Zerstörung von Schuleigentum. Jo, kann man so lassen. Nichts Außergewöhnliches bei, alle super, blub. Der Sascha denkt schon mal beim Kacken an die Zähne von Erdogan. Ich glaube, er möchte sie haben, ich bin mir aber noch nicht sicher. Ich möchte sie befreien aus diesem Lustspielhau. Also ich denke ja lieber an Zaubertricks. Ich lasse gerne Sachen in der Schüssel verschwinden. Okay. Okay. Der Squirrel hat ganz viel Zen und ja, Conchi macht eine Zusatzversicherung. falls es zu dick sein sollte. Ich könnte doch eine Rosettensprengversicherung abschließen, im Fall, dass ich mir mein Arschloch verknote. Ja. Gut, alles klar. Conchis Gedankengänge. Super, wunderbar. Läuft gut. Orte, wo Sex nicht so gut ist. Conchi. Zugleisen, Zeltrikonswohnung, Zentrifuge, Zahnarztpraxis. Also Sex in der Zahnarztpraxis? Ey, stell mal vor, du rutschst so mit dem Bohrer ab und... Nee, komm, mir was? So mit dem Zahnarztbohrer schön unten rein. Mal umgerührt. Oh, nee, komm, lass gut sein. Jetzt weißt du auch, warum die Füllung so weiß. Nee, komm. Kennt ihr den nicht? Jetzt gehst du zum Arzt, kriegst du eine weiße Füllung und du denkst dann erstmal so, was könnte das sein? Hart gewordener Körperflüssigkeit oder hart gewordener Eigensaft? Oder nee, komm. Eigener Pornoname. Los, du bist dran, Tobias. Uff. Zügiger Hans. Ja, gut. Wir brauchen jetzt mal schnell einen Gormstall. Holt mal den zügigen Hans. Also, der Zwergenbumser darf nur eine einzige Art drehen. Ja. Zebra-Mann natürlich auch. Zungenbürger. Zungenbürger. Der wirkt die ganzen Zungen. Der wirkt mit der Zunge, wenn er zu dir schluckt. Okay. Dinge, die man mit Kindern macht. Na los, Conchi. Du nochmal. Zuckerfreie Süßigkeiten kaufen, zerkleinern, in der Gegend verstreuen als Dünger, zerstören, 10 Bänke ausrauben. Ich sehe schwarz für unsere Zukunft dieses Landes. Welche Zukunft? Gut, alles klar, Ergebnisse bestätigen, super. Wir müssen uns ein bisschen beeilen hier, nächste Runde 5 von 5, oder ist es die vierte 5? Nee. Tatsache. Tee. Bitte nicht.
So, fertig! Eieiei. Ganzen Steckern, okay? Oh, da ist ein Tippfehler drin. Wir brauchen noch lange, sonst gebe ich euch noch 10 Sekunden. Wir müssen mal ein bisschen. Wir müssen mal ein bisschen Kit reingeben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich habe keine Ahnung, wie man kriegen. Keine Ahnung. Oh, ein L zu viel. Lanzenstecher. Na, kommt schon, Leute. Okay, super. Todesursache, Transportunfall. Tageslicht, ja, weil man gegen die Sonne allergisch ist. Also Vampir. Jo, Teilkerngeschoss. Sagt man da nicht nur einen Ausschlag? Tangoabend mit Überdosis. Also wenn du ein Vampir bist, ja? Ja, es ist immer so eine Sache. In der Regel ist es so, dass ein Vampir in der Sonne verbrennt. Beim Tageslicht insgesamt generell. Der verträgt das nicht. Außerdem zu viel Sonnenlicht kann auch Krebs verursachen, ne? Ja, ne? Gut, Konji, wo versteckt man eine Leiche? In der Turnhalle. Jo. Totenhalle. Oh. Timbuktu. Okay. Tief im Meer. Bei Ariel. Jetzt. Okay. Alles klar. Eigentlich ist die Ariel ja eine Leiche gewesen. Sie war nicht richtig tot und wurde von einem Fisch gebissen. Seitdem huscht die durchs Meer rum. Ja. Gründe für den Schulverweis. Tobias. Einfach ein Tittenzwirbler bei der Lehrerin. Oh ja, so richtig schön fünfmal rumgedreht, bis die olle Milch da schon mit. Ja. bis die schrumpelige Milch da rauskommt und bröckt. Nee, komm. Tiger Tanga als einzige Begriff. Oh ja, geil. So eine richtig fette Qualle mit so einem knappen Tiger Tanga. Oh, wo der Saft schon an der Seite rausquatscht. Oh, lecker. Am besten noch so ein Typ, ey, mit so Sackschweiß links und rechts raus. Oh, ich esse erstmal einen Keks. Töten. Gut. Tagelang ungewaschen in der Schule auftauchen und Mitschüler anpöbeln. Ich kann mir das jetzt gerade so richtig vorstellen, weil. Kennt ihr die Peanuts? So dieser eine kleine Junge, der immer so eine Dreckwolke dabei hat mit seiner Schnuffeldecke? Das könnte die Konji sein. Jo. Nur, dass sie halt ihrem Mitschüler anpöbelt. Warum geht niemand mit mir zu dem Abschlussball? Hinten die Fliegen kommen an, fallen direkt um. Menno. Yeah. Oder mit dem Partner dann wirklich dann beim Arzt. Ich hab die ganze, sagt der Partner von der Konji, ich hab die ganze Zeit intimen Ausschlag. Woher kommt das? Also, guckt die Konji an. Woher wohl? Nee, Quatsch, alles gut. Warte mal, wer war das? Wer war jetzt schon dran? Tobias war gerade, also ist jetzt Blub. Genau, Blub. An was denken wir denn beim Kacken?
Also der Sascha denkt schon mal an transsexuelle Zwergenvergewaltigung. Ich denke an meine Tagesproduktivität, wie ich sie verbessern kann und steigern kann und wie scheiße ich doch eigentlich bin. Der Skrill, der denkt an die ausgestorbenen Triceratopse. Er mag alte Sachen, ich weiß nicht warum. Und Conchi tarnt sich gerne, deswegen versucht sie immer Tarnausrüstung damit zu kaufen. Dass er auch ungesehen im Wald scheißen kann. wisst ihr Bescheid. Ich finde ja, muss ich vorbereiten. Die Bundeswehrleute finde ich ja sowieso immer cool. Haben eine Tarnausrüstung an und ziehen sich eine Sicherheitsweste an. Ja, was wollen sie denn nun? Wollen sie gesehen werden oder nicht? Ja, die Tarnausrüstung ist ja eine Dienstbekleidung. Die musst du anziehen, wie du als Polizist auf der einen Seite, aber auch halt deine Dienstuniform anziehen müsst. Die Warnweste musst du eigentlich nur bei Straßen anziehen, damit sie gesehen werden, damit keine Autounfälle verursacht werden, weil das ist nämlich schon mal vorgekommen. Da war dann eine junge Frau auf der Straße und ein Bundeswehrtrupp ist dann halt vorgelaufen und da hat die halt 4 Soldaten umgefahren oder 3. Und da war dann halt die Frage, wer ist denn jetzt schuld? Morgens um 5 gerade die Tarnleute an einer zivilbefahrenen Straße. Ich würde sagen, die junge bzw. der Autofahrer hat da nicht unbedingt Schuld, ne? Weil ich meine, Tarnausrüstung kann man dann schon als Unfall ansehen. Zum Beispiel. So, Ort, wo Sex nicht gut ist. Conchi, du nochmal. Turnsportverein der Kinder, Trauerhalle, Telefonzelle. Wie in der Telefonzelle sollte man das nicht machen? Ach, scheiße. Echt nicht? Kommt drauf an, was für eine das ist. Ja, ist doch egal, ja. Wenn du so besoffen bist. Die schöne alte Gelbe, kennst du die nicht mehr? Ja, wenn du besoffen von der Disco oder so heimkommst oder auf dem Weg nach Hause bist, mal schnell so eine alte mitgenommen. Schön in der Telefonzelle geknattert und dann ab nach Hause, einer links, jo, einer rechts und dann ist Ruhe. Und am nächsten Morgen weißt du sowieso nicht mehr, was abgeht, also war es totaler Müll. Und dann wird die Eule ungewollt schwanger und dann hat sie einen Bastard in die Welt gesetzt. Oh nee, komm, lass gut sein. Hast schon recht, Conchi. Yes. Eigener Pornoname, Tonnenwilli. Tauber Flutscher. Ja. Tobias, auch taube Leute dürfen Pornos drehen. Ja. Tobias der Zerstörer. Weißt du, die Pornodarstellung, ey, du bist im falschen Loch, ey, hör auf, wir sind doch schon längst fertig. Und der taube Flutscher, der macht einfach weiter drauf geschissen. Tobias der Zerstörer. Und die Conchi, die ist ein Tetris-Bumser. Was für Stellung machst du denn, wenn du gerade auf dem Bett liegst hier? Och, heute bin ich mal in L. So beide Beine so nach links einfach abgeknickt. Ja, wie soll ich da jetzt rein? Das ist mir egal, da brauchst du halt einen langen. Und wenn sie keine Lust hat, knüpft sie sich so als Knoll zusammen. Jo, heute bin ich mal ein Viereck. Ich passe zwar nicht hier rein, aber ich komme trotzdem. Und dann hat der Typ da schon keinen Bock mehr. Und der Kameramann dann einfach nur noch in sein Ausrufezeichen. Denk dran, du wolltest die Folge nicht zu lang werden lassen. Das stimmt. Ja, Entschuldigung. Dinge, die man mit Kindern macht. Transformieren in Erwachsene. Treten und in vier in der Ecke vergammeln lassen, traumatisieren und, weißt du, mit Kindern Tiere quälen. Oh ja, mit Lupen Ameisen verbrennen. Oh, ja. Schön. Oder Wespen ärgern, ein bisschen zustechen und dann heulen. Immer schön gegen das Nest hauen. Auf jeden Fall. Oder, Alter. Oder, oder barfuß in den Ameisenhaufen stellen und weinen, aber nicht weggehen. Alles klar, weiter geht's. Wir spielen jetzt ein Spiel. Wer hält es länger mit den Füßen in dem Ameisennest aus, ne? Ja, wer muss. Conchi, du musst noch Ergebnisse bestätigen. Müssen doch alle, hä? Oder ist es wirklich zeitbedingt? Todesursache.
Oh, das ist mal wieder so ein Schlüpperspringer. Also ich hab fertig. Und ja. Ich bin auch fertig. Geben den beiden noch 10 Sekunden und dann können wir auf Aufhören drücken. Oder braucht ihr noch extrem lange? Nö, ne? Oh, geht sehr, eigentlich. Sehr, sehr lange. Alles klar. 10, 9, 8. Wie viel fehlt dir denn noch, Gonchi? 3. Ja, dann mach hinne. Auf. Es muss aber dann noch extravagant sein. Conchi denkt beim Kacken an die das optimale Versteck der Kackwurst. Am besten in Muttis Haferbrei. Deswegen isst man kein Haferbrei. Bitte? Deswegen isst man keinen. Ja, aber er weiß, was einem... Weil man nie weiß, was drin ist. So eine lebendige Kackwurst. Ey, mach die Tür zu, das wird kalt hier. Mir wurde früher erzählt, wenn ich Würmer esse, die lebendig runterschlucke, dann kommen die auch lebendig aus dem Arsch. Da habe ich immer dreimal meinen Apfel nachgeguckt, ob da ein Wurm drin ist. Ja, meine Kindheit war ein richtiger Trauerfall. Mama, Mama, was machst du, wenn mich jemand mitnehmen will und klauen will? Graf, mein Sohn, du bist dumm wie ein Esel und dreimal so hässlich. Wenn du die Chance hast, dass dich jemand mitnehmen will, nimm sie wahr. Gut, Todesursache, orthopädischer Fehlschnitt. Operation Otter. Ja, die können ganz gemein werden, pass auf. Vor allem, wenn sie Tollwut haben. Ja, auf jeden Fall, ey. Es geht gar nichts über einen richtigen fetten Ringkampf mit 50 Ottern im Teich, die Tollwut haben. Ist natürlich blöd, ne? Kann halt schon mal passieren, ja, dass da was... weghaut. Die Conchi stirbt an Organversagen. Gut. Ist ja super. Ort, eine Leiche zu verrecken. Verstecken. Operette, Opernhaus, Ofen und Onkel Henrys Keller. Ja. Okay. Gut. Im Ofen. Ist auch so viel Platz drin. Na gut, mal. Ja. Ich gesagt, was für eine Leiche, ne? Also wenn du überlegst, wenn du das Märchen nimmst mit Hänsel und Gretel, da hat ja auch eine ganze Hexe reingepasst. Das stimmt. Ja, es war aber auch kein normaler Ofen. Das war schon ein Riesenofen. Das war schon eine richtige Pizza. Ja, in mein Auto passen 3 Frauen oder 7 Zwerge. Gründe für den Schulverweis. Auf. Organhandel. Opas Weltkriegswaffe als Spielzeug mitnehmen. Opas Zusammenschlag. In der Schule. Ohne Kleidung erscheinen. Es kommt drauf an, würde ich sagen. Also ich als Schulleiter, wenn die Mädels ohne Kleidung erscheinen, würde ich sagen, das geht so nicht, aber fühlt euch frei. Ja, nicht in der Grundschule. Warum nicht? Ja, das stimmt. Ich erziehe mein Kind zu FKK. Hallo? Hallo. Auf jeden Fall, ey, auf schön fetten... Für euch oben auf. Und dann wenn's, dann gibt es eben noch so ein bisschen Abführmittel und dann immer, wenn es irgendwie so, ich muss jetzt mal pupsen und dann erstmal so ein richtig schöner brauner Schleim durch die halbe Klasse gepfeffert, vom Stuhl aus, am besten dann noch vorne hingesetzt, weil es ein Einserschüler ist. Oh, Frau Lehrerin, ich glaube, der Typ vor mir hat Dünnschiss. Woher weißt du das? Ich fühle mich so angeschissen. Alles klar. Tobias, du denkst beim Kacken an was? Ich denke an Opern mit Katzen. Andere denken an die optimale Presstechnik. Oder auch Garnspenden. Oh Gott. Origami-Kran hier. Origami-Kran. Die auch noch falsch geschrieben sind, wenn ich mich richtig sehe. Ja, ich glaube, Origami wird mit I geschrieben. Und Kraniche, schreibt man das mit H? Das weiß ich nicht. Nee, tut ich glaube auch. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Also Conchi, da muss aber noch mal ein bisschen an. Da musst du noch mal ein bisschen in die Schule gehen, Mädchen. Da kannst du dir auch selber an die Nase fassen, weil Technik schreibt man nicht mit CK. Ha! Nicht? Nein. Wird Technik nicht mehr. Ah ja, stimmt. Ja. Warte mal. Wird Technik nicht mit CK geschrieben? Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Doch, stimmt, das wird ohne C geschrieben. Och, ich Idiot. Na gut, ein
ein Tippfehler. Kann mal passieren. Obwohl, ich glaube, in der alten Schreibweise war das so. Na gut, lassen wir mal durchgehen, wenn wir es bei der Conchi auch durchgehen lassen. Schneiden wir raus. Ort, wo Sex nicht so, Ort, wo Sex nicht so gut ist. Jo, wer will das vorlesen? Freiwillige vor? Was für Freiwillige? Okay, dann mache ich das. In der Organspendeabteilung im Krankenhaus ist Sex nicht so gut. Kann man ja, verstehen. Ja, und eure Organe immer. Ja, stell mal vor, du knallst so deine Alte so vorne drauf auf so einen Stapel voll, keine Ahnung, Organe. Und dann erwischst du auf einmal, ist ja immer noch weich und labberig. Und dann merkst du, oh, ich bin jetzt in den Spenderherzen drin. Das geht so nicht. Organspendeanstalt. Warum nicht im Orion? Ich dachte, das wird dafür gebaut. Also nicht gebaut, aber es ist ein Sexshop, wo eigentlich so Sachen verkauft werden. Und wenn man halt dann schon dabei ist, dann kann es in der Kabine schon mal ruckeln. Und man kann es gleich ausprobieren. Ist halt nur blöd, wenn du das Kostüm, wenn du das Outfit dann nicht kaufst, aber dann einsaust. Das ist nicht mein Problem. Aber die Leute, die dort arbeiten, sind sehr offen, was das angeht. Ich hatte da schon mal Erfahrung mit einer Arbeitskollegin, wo ich mal eine Zeit lang dort gearbeitet habe, als Nebenjobbasis. Nee, als Ferienjob war ich. Da war ich der Einzige in der Klasse, weil ich halt schon 18 gewesen bin. Ich bin halt im September ja ziemlich nah am Anfang in der Schule, bin ich halt 18 geworden. Deswegen war ich immer ein Jahr älter, weil meine Mutter mich mit 7 eingeschult hat, nicht mit 6. Oh, aber und da, wo ich 18 geworden bin, habe ich halt immer so im Orion-Handel halt gejobbt. Und war dann halt immer lustig, weil ich da nicht so viel erzählen konnte in der Schule. Aber die Mädels dort, also die älteren Damen, nenne ich mal so, die waren dann so Mitte bis Ende 20, die waren dann, was das anging, konnte man sich gut, man konnte viel lernen davon, ne? Mehr sage ich dazu nicht. Ah ja. Gute Idee. Schöne Erfahrungsberichte und alles, war schon lustig. Gut, egal, weiter geht's. Aber ausprobiert hast du es nicht, ne? Ich hab's versucht, aber einen Korb gekriegt. Oh. Aber jetzt hast du locker so einen Latexanzug daheim. Ich hatte dann zu meinem 19. Geburtstag vor meiner Chefin, das war ja dann eine Filialleiterin, die das hatte, die hat mir dann so ein, weil ich ja damals auch noch einigermaßen gut gebaut war, hatte ich von spaßeshalber von einer Arbeitskollegin die Anfrage bekommen, auf ihren Geburtstag zu strippen. Ich habe das spaßeshalber gesagt, ja, können wir machen, war aber nur ein Scherz. Und meine, die Filialleiterin hatte das ernst genommen und mir dann so ein Männertanga mit vorne so einem Dynamitstange, wo dann halt das Ding reinkommt, geschenkt und hat gesagt, ja, das kannst du ja dann bei der Jenny dann auf deinem Strip-Outfit anziehen. Das wird dann bestimmt eine Bombe. Ich komme da auch zum Geburtstag, das will ich sehen. Und dann guckt mich dann so die Jenny an. Ich dann so, oh scheiße, die hat das Gespräch mitbekommen, fuck. Und dann konnten wir das aber Gott sei Dank aufklären und ich musste doch nicht die Hüllen fallen lassen auf einem Frauengeburtstag. Aber das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht gewesen. Hätte ich wäre bestimmt was gelaufen. Ja. Man weiß es nicht. Ja, bei so Frauengeburtstagen oder so, wenn du da einigermaßen gut Körper hast und dann die Partydame des Hauses fragt, ob sie für die Strip, da kann sie dann schon mal den einen oder anderen Euro schnell einstecken. Ich dachte was anderes eigentlich. Ja, gut. Ja, das ergibt sich danach. Aber nicht für den Auftritt. Beim Auftritt musst du ja irgendwie alle zufriedenstellen. So. Nee, ist egal. Obstbaum. Auf dem Obstbaum. Ist okay. Ja. Ist das natürlich doof, wenn du beim Rausziehen den Apfel erwischst. Und dann, nee, komm, lass mal sein. Du solltest ja auch nicht runterfallen. Also. Achso. Eigener Pornoname. Obligatorischer Poperzenprinz. Ich habe das R vergessen. Okay, Ukulelenreiter. Wieso? Das musst du mir mal später genauer erklären. Was? Danke. Ukulelenreiter. Ja, er nimmt sich eine Ukulele und kommt damit angeritten. Hallo, wo ist das Problem? Erstens Ukulele. Und dann spielt er noch ein Lied da drauf. Aber mit der Spitze. Die Schlange klappt. Nee, komm. Opa der Große. Opa, der. Bist du so alt? Fast. Dass die Conchi auf ältere Leute steht, ist mir schon klar, aber. Aber er ist mein Sugar Daddy. Okay. Einer muss es ja sein. Und die Conchi ist die der Online-Flicker. Online-Flicker. Ja. Flicker, nicht Ficker, Flicker.
Okay, gut. Das war's mit der Monetarisierung. Nicht, dass ich welche machen würde. Alles klar. Dinge, die man mit Kindern macht. Konji, los, du hast das Schlusswort. Orientalischer Menschenhandel. Yeah. Opfern. Ohrringe unwilligen Kindern einstanzen. Ohrenschmalz essen. Mit Kindern? Ich biete 2 Kamele für deine Kind. Natürlich. Du willst wissen, was mein Geschäft ist? Mein Geschäft ist das Verkaufen von Jungfrauen aus armen Ländern an reiche Männer im gut sortierten Leichenkeller. Yeah! Ich nehme 2 Kamele für das Kind. Gut, Kinder opfern? Pff, ja, kann man bestimmt irgend so einen Timbuktu-Muktu-Gott oder so beschwichtigen. Kennst du das nicht? Kinder opfern? Nö. Mach ich so selten. Moment. Ich opfer dann immer meistens meine Kackwurst dem Toilettengott. Dass ja dich mit der Hoffnung, dass ja immer die Spüle nachgefüllt wird. Ohrringe unfreiwilligen Kindern einstanzen. Okay. Die werden dann erstmal markiert, so wie die Rinder und so. Kriegen dann so eine fette Marke ins Ohr. Die Conchi hat bestimmt auch noch eine, die wird erst mit 18 entfernt. Und Ohrenschmalz essen. Lecker, Conchi. Ich wusste nicht, dass du auf Ohrenschmalz stehst. Hallo geil. Kinder, heute gibt's zum Abendessen? Wollen wir mal gucken? Kommt mal alle her und bringt mir mal euer Ohr. Wollen wir mal gucken, was wir da so raus. Nee, komm, lass gut sein. Okay, das Ergebnisse große bestätigen. Ohrenschmalz-Kochbuch. Auf jeden Fall. So, jetzt noch Ergebnisse bestätigen. Ist das die letzte Runde gewesen? Ja, Runde 5, ja. Super. Ergebnisse bestätigen. Muss noch draufklicken. Dann gucken wir uns die gesamten Ergebnisse nochmal an. Aber ich glaube, wir sind alle. Ja, fast. Aber relativ gleich. Oh, Conchi auf dem letzten Platz. Mann. Ha, ich bin Zweiter. Yay, ich hab mal wieder gewonnen. Ja, das ist aber nur, weil wir dich nicht verlieren lassen wollten. Natürlich, so. War natürlich extra, ne? Also nur wegen Zeigezwecke. Sonst wäre ich auf allerletzten Platz und hätte minus 200 Punkte. Gut, super, war cool. Vielen Dank fürs Reinschauen. Schalten bei der Ritter der Abendrunde Folge Nummer 4. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Kommentare unten rein. Das hört sich so falsch an. Wie gesagt, Kommentare unten rein. Ein Däumchen nach oben wäre schön. Und ja, wenn Interesse besteht, vorstellen, mir quatschen und vielleicht seid ihr irgendwann auch mal dabei. Also je mehr, desto besser. Natürlich darf es nicht ausarten. Aber immer, wenn wir so verschiedene Leute haben, so mit 3-4 Leutchen. Heute haben wir zum Beispiel den Tobias bzw. den Garantiert dabei. Und ja, der Adriano ist jetzt längere Zeit nicht online gekommen. Von daher wussten wir nicht, ob er halt kann. Und mal gucken, wer beim nächsten Mal dabei ist. Ne? Macht's gut. Ciao. Ja, echt, genau. Viel Spaß noch. Genau. Conchi, du hast das Schlusswort als Weibchen. Miaut's genau. Sie ist wieder befriedigt. Yes. Die Folge kam übrigens heute schon raus, wenn ihr die euch schon mal angucken wollt. Yeah, I saw it. Joey!